Ich meine, wir können ja gucken, von Klaas gibt es glaube ich auch ein paar schöne Traktoren. Oh ja. Aber wollte Otto nicht da noch mal einen modden oder so? Ja, will es Ein auch noch. Mähdrescher. Achso, Mähdrescher. Achso. Ja. Mähdrescher/Häcksler. Ich würde so Ich weiß nicht, ob sie unterdessen einen schönen Xerion rausgebracht haben. Vielleicht nicht den ganz großen, aber den 2.8 oder so. würde mich wieder auf so einen schönen John Deere 7280 oder 7260 freuen. Ach, wird das wieder so ein Scheißding, ja. Immer nur John Deere, ja. Die waren wenigstens John Deere Fan, Fan, John Deere, John Deere Fan, Fan, John Deere. John Deere, das ist Das war schon bei 13er so, das ist nur noch das Zeichen gehabt. Aber John die waren Deere ist dann wahres. Ach, so besonders ist John Deere gar nicht. So, die waren ordentlich modelliert und ordentlich implementiert in LS13. Das war 1A. Ja, er redet jetzt wieder von den Originalen. Die haben wir mit dem Tisch zu tun. Dran an Fendt. Fendt! Na gut. Lässt sich schreiben. Du musst wissen, du musst wissen, Smirnoff. Du musst wissen, Smirnoff, das ist Abend wieder. Oh, es fängt an zu schneien bald hier. Du musst wissen, Smirnoff, dass Otto aus der Landwirtschaft kommt. Ja, so wie ich es mitbekommen habe. Ach stimmt, du ja auch, Smirnoff. Ja. Also nicht hauptberuflich, aber hobbymäßig halt nur. Ja. So, Karte, wie macht man nochmal die Karte? Otto ist immer noch am Sehen, rundherum, hier ist schon fast wieder alles gewachsen. Tasten ja, dann ja. Wieder, ne? Jo. Ich komme mal runter zum Rübenfeld. Wo ist das? Welche Nummer? 17. Ah, verdammt. 11, ne? 17. 17? Ach, da ist die 17. Ja, dann komme ich runter zum Abfahren jetzt gleich. Was nicht. Gibt's denn eigentlich, wenn man alle Münzen gefunden hat nochmal? Die konntest du in den Brunnen reinwerfen? Abzeichen. Ja. Das war's. Kann er jetzt quasi direkt hinter dir herfahren, ne? Eine Anmerkung bei Steam. Ja, ganz naja, klar. Ich habe halt nur nicht genug Gülle, das ist das Problem. Haben wir nicht an der BGA noch Gülle? Nee, die ist komplett leer. Und was die ist leer. Oben am Kuhhof? Kuhhof? Der ist auch leer. Ich habe alles schon verbraucht, an Mist und an Gülle. Krass, dann brauchen wir mehr Kühe, glaube ich. Ja. Ja, und ich habe doch gesagt, das Streuding steht hier oben. Das holt ja nur keiner. Ja, Entschuldigung, ich muss mal eben schnell. Ich muss mal eben schnell zu meiner Frau. Ja. Kommt sie wohl nicht mehr. Ach komm, den vierten kriegst du auch noch mit dran. Den vierten? Ja, hätte ich bestimmt geschafft, ja. Ein bisschen drücken. Ah, also, drücken nur nicht so viel, dann wird's braun in der Hose. Kannst du aber gleich als Mist verkaufen. Ja. So. Wieso werden die Zeit schon wieder vorgestellt? Das ist plus 5, weil es schneit, dann wird ja. Man fertig werden mit Ernten. Wer hat denn die Zeit bei mir vorgestellt? Schneit es überhaupt nicht. Nee, es schneit auch noch nicht. Aber doch, es fängt gleich an zu schneien. Schnee ja, das im Sommer. Bleiben. Ja, Schnee im Sommer. Schön durch die Nase ziehen. Ne? Nee, mach ich, sowas mach ich nicht. Sowas mach ich nicht. Liebe das Kinder. Das macht er nur, wenn Leute zu Besuch kommen. Doch, ich bin da. Ja, bin Baby. Danke, wieso danke, kommt, danke. Kommt deine Frau nicht mehr? nee. Achso, du musst selber zu ihr kommen, okay. Ja. Ja, wir sind aus dem Alter raus, wisst ihr, das ist furchtbar. Ja. Seestellen, da noch Stecker. Wie alt warst du nochmal? 31 ist scheinbar, ne? 32. 32. Ja. Sehr wohl überlegen. Ja, irgendwann. Manchmal, ich musste manchmal auch überlegen, wie alt ich bin. Aber mach ja. Dir nicht draus, das machst du auch noch. Aber wie gesagt, ihr braucht ja auch keinen Alkohol und keine Drogen mehr. Das macht schon das Alter, wenn ihr zu schnell aufsteht. Ja, genau, genau. Ich bin heute Morgen aufgewacht, hatte Tinnitus und richtigen Druck auf meinen Ohren. So? Na, ich ja, weiß, so langsam fängt das an bei dir. Was hast du gesagt heute Morgen? Tinnitus und ein groß, also ein Druck auf meinen Ohren. Wahrscheinlich bist du in der Badewanne eingeschlafen. ich hab keine Badewanne, ich habe nur eine Dusche hier. Das habe ich immer, wenn ich daran denke, dass ich arbeiten gehen muss. Oder deine Frau ja. Wollte dich im Wassereimer ertränken. In der ja. Badewanne. So tief wie ich schlafe, wäre das sogar gar nicht mal so... so abwegig? So abwegig, ja. Ich würde das wahrscheinlich gar nicht mitkriegen. Florian, aber in der Band bist du nicht, ne? Was? Nein. Nein, ich bin nicht in der Band. Warum? Weil ich kein Instrument spielen will. Kann. Und ich kann nein, nicht singen. Warum fragt er? Ach so. Nur so Interesse halber. Nee. Meinst du, weil ich so eine schöne, kräftige Stimme habe, könnte ich Sänger sein?
Nein. Grüne Leute. Schön, dass die Antwort nur Nein werden. Ich guck jetzt mal nicht von dir vielleicht einen Livestream, aber komm mal wieder runter. Ja. Nein, keine Sorge, ich weiß, ich hab, nee, ich hab keine Gesangsstimme. Das weiß ich. Doch, das nicht. Nee. Aber um sicher zu gehen, können wir dich ja mal zum Dieter schicken. Oh Gott. Wahrscheinlich komme ich da auch in den Recall rein. Der oh Gott. Das macht man dann beim 10.000er. Ja. Aber man muss dazu sagen, ihr könnt mich Dienstag, also am, welchen haben wir heute, warte mal, ist welches ist das? Immer der Samstag. Auf Sonntag. Nee, Sonntag haben wir. Am 10.3. Seid ihr am Feld 18 zufällig irgendwas am Abernten jemand? Feld 18? Nee. Ja. Glaub dann nicht. Fährt nein. Wahrscheinlich schon seit Stunden der Helfer gegen den Baum. Nee, ich hatte den eben schon umgesetzt gehabt. Vielleicht ist er jetzt schon wieder hängen geblieben. Der steht vom Baum. Schön. Der hängt also dann eben schon. Nächstes Mal oben mal Feld 18 hinfahren, weil paar Bäume fällen. Aber ich muss sagen, ich da doch. Das Gehäcksel da hinten rauskommt, die Klaut, der versucht den Baum durchzuschrauben. Sind wir gelandet, verdammt. Du kannst auch weiterfahren, Schei dabei. Ja. Was wollte ich sagen? Achso, wie wär's mal mit dem Schlüter eigentlich? Am 10. Florian, einen größeren Anhänger hast du nicht gefunden, wa? Nee. Was ist denn am 10.3.? Ja, am 10.3. könnt ihr mich live in einem Google Hangout sehen, der später auch bei YouTube übertragen wird, denn dann mache ich mit bei der Ruckzuck Digital Edition. Was? Und was ist das denn? Kennt ihr nicht mehr Ruckzuck? Alter. Nein. Boah, Charlie, sag mal bitte, dass du Ruckzuck kennst, bitte. Ja. Oh, endlich. Er kennt's nicht, aber er sagt ja. Kater, du kennst auch Ruckzuck, oder? Nein. Was? Darfst du dich mal was fragen? Wie haben wir solche Scheiße nicht angeguckt, tut mir leid. Wie viel Ruckzuck hat? Wie viel Promille? Ja, oder raucht man das? Nein, Ruckzuck war eine... Ich war das sowas wie Tutti Frutti oder was? So ähnlich, ja. Also da zeige ich nicht meine Brüste. Nein, Ruckzuck war eine Spielshow in den 90ern. Da wurden Begriffe vorgelegt. Also dann Hans-Werner Erpel war der Game Master. Und ja, dann sind immer... Jetzt machst du auch Klick. 5 gegen 5 sind da angetreten. Und dann wurde ein Begriff vorgelesen und du musst, die anderen haben den Kopf herauf, dann wurde ich auf die Schulter geklopft und die mussten die Begriffe erklären. Ja, und dann hat es natürlich schon. Das ist so ähnlich wie das Heimduell oder wie das da hieß. Ja, so Familienduell. Genau. So. Oh Gott, ja. Die Autos habe ich noch nie angeguckt. Nee, tut mir leid. Und mal fallen die daneben, kann das sein? Weil dann nee, mein Anhänger wird voll. Okay. Das steht jetzt 24% steht bei mir. Das wäre da auch mal was für uns, Stream. Ihr macht Familienduell nach, ihr müsst dann genauso dämlich mit beiden Händen in die Kameras winken, wie die Leute immer bei Familienduell anfangen. Ja, so ähnlich. Nee, also pass auf, und da gibt's jetzt eine digitale Edition, also das wird neu aufgesetzt, das Ganze, und ich trete mit 4 anderen Mitstreitern, treten wir gegen die Google-Mitarbeiter an. Also wir haben 4 Google-Mitarbeiter hier in Hamburg, oder 5, gegen die wir dann spielen werden. Und das Ganze auch für einen guten Zweck. Und ja, das ist dann am Dienstag live, also am 10.3. live zu sehen, ab 16 Uhr. Und es wird aber davon eine Aufzeichnung auch noch geben, die später auf YouTube dann landen wird. Das werde ich natürlich auch unten in welchen guten Zweck? Kann ich dir gleich sagen, warte mal ganz kurz. Ich suche mal jetzt für raus. Die Gummibärchen. Ruck, zuck. Moment. Wo waren das hier? Muss jetzt eh nochmal kurz mal schauen hier selber. Mal im Fix. Auf Facebook habe ich den Link bekommen. Mal eben kurz mal einloggen. Wann ist das? Am 10.3. Also okay, kommenden. Dann tue ich am 12. das Video veröffentlichen. Dienstag, so wie ich das jetzt sage. Ja. Entschuldigung. Ja, also Dienstag. Dienstag, ja, den 10.3. Und warum du? Weil ich dazu auserwählt wurde. Ah, ja. Ist der Auserwählte. Nein, das ist jetzt gehst du die Liste durch, ja. Obama hat abgesagt. Ja, abgesagt. Bin Laden tot. Hat leider auch absagen müssen. Nein, das ist das. Eine Frage, haben wir die Bayern das eigentlich noch? Also ich selber, ich habe unten den Link jetzt gerade mal reingepostet hier in der Beschreibung. Nein, Stefan, stopp. Was? Oh, was? Fahr rückwärts. Was? Ja, aber ist doch cool. Weiter, guter Zweck, erzähl weiter. Ja, guter Zweck, ich wollte erzählen, warte mal ganz kurz, Smirnoff. Ich wollte erzählen, was für ein guter Zweck das ist. Und zwar wird das Ganze,
Der Spielerlös wird an die Stiftung Children for Tomorrow gespendet. Children for Tomorrow ist eine gemeinnützige Stiftung mit dem Ziel, Kinder und Familien, die Opfer von Krieg, Verfolgung und organisierter Gewalt geworden sind, zu unterstützen. Die Stiftung bietet Kindern, die unterschiedliche Gewalterfahrungen gemacht haben, Hilfe beim seelischen Wiederaufbau. Na dann, die ist bitte. Gut, die unterstütze ich auch schon. Was? Die unterstütze ich auch schon, die sind gut. Siehst du? Eine Let's Play von LOL und so weiter, die unterstützt das und die unterstütze ich auch. Kannst du den Anhänger anhängen, wenn du ein bisschen weiter vorfährst? Warte. Ich guck mal jetzt gerade. Weiter. Ja, das Ganze findet dann statt. Also die Sache ist halt, du musst ein bisschen drücken, Smirnoff, warte. Drücke. Bist genau eigentlich optimal, also. Nee. Kannst du anhängen? Nee, ich kann es nicht anhängen. Drück nochmal ein bisschen gegen. Drück nochmal ein bisschen gegen. Ja. Nee, dann geht's nicht. Nee, also wie gesagt, ich arbeite selber ja im Online-Marketing, oder ich komme aus dem Online-Marketing. Und da Google ja hier in Hamburg sitzt, unter anderem, wurde ich ja gefragt, ob ich Lust habe mitzumachen. Dann habe ich gesagt, ja, klar, warum nicht? Und jetzt. Für einen guten Zweck sowieso immer. Ja, für einen guten Zweck sowieso immer, das stimmt. Aber ja. Und das soll jetzt halt in Zukunft ein bisschen größer gemacht, dieses Ruckzuck digital. Ist, glaube ich, eine ganz feine Aktion. Ich werde auch mein Bestes geben, dass die Google-Mitarbeiter keine Chance gegen uns haben werden. Ja, komm mal, das ist Google. Wenn die nicht gerade googeln, dann... machen die sowieso nichts den ganzen Tag, meinst du, ne? Ja. Jetzt sind doch die bei Google eingeben, ey. Ja. Die Begriffe für dich aussuchen, die ganzen Millionen Treffer und die paar Sekunden. Und schwer für Flo. Ja, College Girl, nackt. Kennst du das Video, wenn Google ein Mensch wäre? Ja, das ist so geil. Da gibt's jetzt so viele Varianten, ne? Ja. Echt? Hab ich noch nie gesehen. Da gibt's glaube 2 oder 3 Videos mindestens davon. Man kennt es aber auch nicht. Ja, da kommt so rein, Google, College. Da freut sich noch was Normales. Girls. Okay. Ja. Oder wie war das? Terror oder sowas. Und dann kommt dieser eine NSA-Spion hoch. Ja. Terrier. Also das erste Mal, dass ich mit 180 ein Feld gesät habe. Immer wieder mal was Neues, ne? Ja, definitiv. Das hat mir jetzt richtig gefallen. So schnell habe ich schon eine Spur gemacht. Die ganze Zeit ist mir hier der Mais am Arsch hinterher schon gewachsen. Jetzt boah, die 180. Animation von den Tieren hier. Man könnte meinen, sie sind aus Pappmaché gestellt. Da haben sie sich auf jeden Fall was einfallen lassen, das sagst du? Das ist... Die haben die Tiere in ihrer freien Wildbahn beobachtet. Ich muss ehrlich sagen, die Grabsteine sehen lebendiger aus als die Pferde hier. Ey, was gibt's da zu hupen? Kann ich auch. Ach, da ist die Münze. Mit der Kinderhupe. So, hast du nebenbei irgendwie so einen Tab offen, wo die ganzen Münzen abgebildet sind auf True Reverse? Nein, aber wenn du 10 Münzen gesammelt hast, werden die dir auf der Karte angezeigt. Ach so. Witzig. Ja. Aber finde erstmal 10 Münzen, das ist das Schwere. Ja, stimmt. Ja, Florian. Stimmt, beim Bauernhof gibt's ja schon 6 Stück. Ich weiß. Was? Ich wollte trotzdem mal neben dir. Ich möchte das so realisieren. Das ist sehr schön. Ja, ich möchte ein bisschen Gesellschaft leisten hier. Hab ich so gedacht. Ich bin über einen Kärcher drüber gefahren. Ich bin begeistert. Du bist über einen Kärcher rüber gefahren? Ja. Das ist auch schon große Kunst, ne? Das Ding ist extra in die Ecke gestellt, ey. Ja. Vor allen Dingen, ich bin nicht dran hängen geblieben. Ich bin wirklich komplett drüber gefahren. Ich drehe jetzt aber gleich hier vorne, dass wir die Spur dann irgendwann mal gerade haben, ne? Ja. Das ist eine gute Idee. A sunrise here will dance them and jig. So raise up your point of rum, take another swig. With the curse. Ich hab da einen kleinen Tipp, dafür gibt's Ärzte. Ja. Die Ärzte aus Berlin. Na, unter anderem. Na gut, die können auch ein Gewehr zum Einschläfern benutzen, das ist kein Problem für die. Ja. Ja, stimmt, ey. Ich bin dem Captain Morgan verfallen. Yep. Süchtige Macht. Ja, hast du. Uns beide. Wieso uns beide? Bei mir steht seit über einem Monat immer noch die halb volle Flasche rum. Immer hast du halb voll und nicht halb leer gesagt. Ja, ich bin doch Optimist, die ist halb voll. Ja.
Wäre ich realistisch, die sagt, die Flasche ist einfach doppelt so groß, wie sie sein muss. Shit, jetzt habe ich mich festgehangen hier. Mit dem Hänger. Alles gut, alles gut, alles gut. Ja. Boah. Bist ein bisschen hängen geblieben. Ja, auf meinem Leben sowieso, ey. Scheiße, es wird eng hier. Eng ist ein dehnbarer Begriff, gell? Das kann man ausweiten. Zweimal 9 ist beim 18. Wie abgepasst hier ist. Kader schon wieder, ja. Das ist echt, ich hab auch nichts gesagt. Nee, ich denke, ich hab auch nichts gesagt. Nee, nee, 2x9 ist auch 18, ne? Hast du dafür gegoogelt? Nee, hab ich nicht. Was ist 7x7? Beinahe Sand. Genau so ist es. Sagt mal dreimal hintereinander ganz schnell getrocknetes Gras. Hoi, 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 hoi. Mist. So, ich will nichts sagen, aber die haben sich damals sogar vor dem Ersten Weltkrieg schon erzählt. Ja. Das ist genauso der Spruch, alte türkische Sprichwort sagt, wer einschläft mit Popo die kratzt, der aufwacht mit Finger die stinken. Yep. Ja. Ja, ja. Wie war es noch? Ist alles immer Zuckerbrot und Peitsche, ne? Aber Zuckerbrot ist aus. Ja. Au, au, au. Ja, ja. Sauerei, ich konnte gerade nicht lenken, das war schön gefleckt gegen Wurm gefahren. Ja. Ich sag doch, ey, ihr macht mir alle Konkurrenz hier. Nee, wir haben einfach bei dir gelernt. Ja. Stimmt. Habt aber gut aufgepasst. Ja. Na hallo, ich hab euch verfolgt. Stimmt, so. Ja, wo? Dieses. Was verfolgt? Stalker, gleich die Polizei rufen. Ja. Ruf doch, du Cops. Aber siehst du, Otto wohnt sogar in der Florian, Nähe von mir. Florian? Florian? Ja, ich weiß, ich hab da nur Cola getrunken. Ja, seit Dezember wohne ich jetzt hier oben bei Itzehoe in der Ecke. Siehst du? Bei mir um die Ecke. Ja, der hat extra nur wegen dir da hingezogen. Ach, du warst es also letztens, der ein Autogramm von mir wollte. Und dann bist du aufgewacht, Flo. Ja. Ja. Wobei ich hab früher hier. Früher war er eingebildet, hätte besser, dass es kann. Nee, aber ich hab mir letztens hier diesen Videolog von PewDiePie angeguckt, als er in New York war. Das war schon krass, ey. Ich meine, gut, wahrscheinlich hat er die drei Szenen zusammengeschnitten, wo er um Autogramme gebeten wurde, ne? Meinst du die drei Mal, wo er erkannt wurde? Ja, genau. Wo die Leute um Autogramm gebeten haben, beziehungsweise ein Foto mit ihm machen wollte. Ich glaube, das hat er nur so hingeschnitten, als wenn es so aussehen würde, als wenn ihn hunderte von Leuten erkannt haben. Oder ja, hat zu denen gesagt. Sind sie denn nicht? Ja, vollkommen richtig. Stimmt, der Kloputzer von vorne. Aber ganz ehrlich, ey, ich brauche auch nur auf die Straße gehen, ein paar Leute ansprechen und sagen, ey, sag mal hier, ich möchte mal ein Video machen, ne? Kannst du mal bitte auf mich zukommen und sagen, ey, du bist doch hier jetzt Multiplay, ne? Das ist doch. Kann ich auch. Machst du sowas? Nein. Ich muss nur tägliche Dosis. Ja. Selbstüberschätzung. Nee, das macht Anja für mich. Die läuft immer vor und sagt immer so, ey, sag mal hier, hinten kommt mein jeden Freund. Jeden Tag eine andere Frisur und ein paar andere Klamotten und dann geht's wieder von vorne los wieder. Ja. Ja. Nee, Anja läuft immer vor und sagt immer so, hier, da hinten kommt hier. Sag mal, wenn er gleich da vorne kommt, der Typ, ne? Dann sag mal, dass der. Fang an zu kreischen. Ja, fang an zu kreischen. Sieht irgendwie armselig aus, den tun wir den gefangen. Das sind 200 Euro hier. Ja. Ja. Deswegen bin ich am Ende des Monats immer blank. Jetzt weiß ich auch, woher das kommt, ey. Ende, du meinst am Anfang? Ja. Ende, Anfang ist alles dasselbe. Na, wer am dritten Geld Tag noch weg. Geld hat, kann nicht rechnen, oder wie war das? Ja. Alter, Scheiße.